Lena und Martin wohnen im Wohnmobil fest, haben keine Wohnung mehr und sind total glücklich. Lena ist noch ganz jung. Sie ist hier unten drin. Sie ist noch nicht mal ein Jahr alt und sie ist eine wunderschöne Hündin. Was ist das für eine Hündin? Das ist ein Labrador. 7 Monate alt. Im Prinzip so alt wie das Wohnmobil. Sie wird auch größer noch, ein bisschen? Ein bisschen größer wird sie noch, viel nicht mehr. Die geht dann nachher nur noch in die Breite, nicht? Also bis 12 Monate wächst sie und danach geht sie in die Breite. Ja, das Wohnmobil ist ganz neu, was ganz Besonderes. Du kannst mit diesem Wohnmobil auch ins Gelände fahren und das haben wir hier getestet. Wir sind gerade in Bad Kissingen. Und ich habe viele Fragen an dich, weil wenn man im Wohnmobil lebt, dann fängt das an mit der Hundemarke, die Lena trägt. Wo kaufen wir die denn? In welchem Ort? Also der Hund ist im Prinzip bei meiner Tochter angemeldet. Ja. Das heißt, die Hundemarke Hundesteuer geht über meine Tochter. Das heißt, sie ist in Mannheim jetzt angemeldet. Und das Fahrzeug auch? Und das Fahrzeug auch. Ist auch in Mannheim angemeldet, auch bei meiner Tochter. Wobei es direkt auf mich angemeldet ist, aber eben Adresse meiner Tochter. Wenn du mal kurz mit mir mitkommst, sei mal so lieb, und dann zeige ich dich mal gerade. Du hast eine bewegte Lebensgeschichte. Du warst im Nahen Osten ganz, ganz lange und nicht nur da, sondern wirklich überall. Ja, also angefangen im Prinzip 1990 im Mittleren Osten, damals Oman. Mittleren Osten, ja. Im Mittleren Osten, genau. Oman fast 10 Jahre. Anschließend war ich dann mal kurzfristig in Kanada. Dann bin ich wieder zurück nach Mittleren Osten, Abu Dhabi, Dubai, Sharjah. Dann war ich mal 10 Jahre in Südamerika und habe dann aber gearbeitet die letzten 15 Jahre in Saudi-Arabien. Saudi-Arabien, ja. Ich zeige mal gerade ein bisschen was. Das ist ein Allradfahrzeug, mit dem du wirklich überall durchkommst. Wir haben das heute geübt. Radstange ist ein bisschen länger als der kürzeste, aber immer noch sehr kompakt. Der ist noch sehr kompakt. Also das ist, wenn ich das jetzt richtig habe, 3780 mm, glaube ich, Radstand. Also das ist die lange Version. Es gibt noch einen verlängerten, aber den muss man dann auf Wunsch länger machen, ne? So, du hast jetzt ein Reisemobil. Wir haben heute und gestern und vorgestern einiges jetzt geprüft, geübt, dort im Gelände. Der hat jetzt ein bisschen Patina schon bekommen? Ja, so ein bisschen, ein paar Schrämmchen sind jetzt dran. Wir sind ja auch an Büschen und Bäumen vorbei. Wobei, das ist also nur oberflächlich. Das kriegt man also alles wieder weg. Das wird beim Waschen, ist das wieder weg. Waschen ist es weg, so. Das ist also nichts Gravierendes, ne? So. Als du dann ins Reisemobil gezogen bist, ja, da gibt es ja wahrscheinlich einiges zu beachten. Du hast ja eine Checkliste gemacht, oder? Nein, also ich habe im Prinzip schon die letzten 3,5 Jahre im Wohnmobil gelebt, aber zwischendurch immer noch gearbeitet. Das heißt, ich wusste im Prinzip schon, was auf mich zukommt. Seit Dezember bin ich halt im Ruhestand und lebe jetzt komplett jeden Tag in dem Wohnmobil. Vorher habe ich halt immer noch mal 5 Wochen zwischendurch gearbeitet. Und 5 Wochen anschließend in meinem Wohnmobil gelebt und bin dann halt gereist mit dem Mobil. Ja, das Wohnmobil ist dafür geeignet, es ist absolut winterfest. Das ist 100% winterfest, also da gibt es keine Frage. Das ist gut isoliert, man braucht im Sommer keine Klimaanlage und im Winter ist es halt auch schön warm da drin. Also. Darf ich mal fragen, wie alt du bist? 64. 64, so. Was hat denn das für Vorteile, wenn man ungebunden ist? Kann europaweit, weltweit mit dem Fahrzeug hier unterwegs sein? Naja, gut, ich meine, das ist so eine Frage. Man entscheidet halt für sich selbst, was man machen will, wenn man nicht mehr arbeitet, in Ruhestand geht. Ich kann natürlich zu Hause auf dem Balkon sitzen und die Beine hochlegen oder ich bin aktiv und mache noch irgendetwas aus dem Leben, das ich noch zur Verfügung habe aus der Zeit. Und da ich halt beruflich immer viel gereist bin, aber nicht viel gesehen habe, habe ich mir gedacht, wenn ich dann in Ruhestand gehe, dann reise ich eben halt, um das nachzuholen, was ich nicht machen konnte, als ich gearbeitet habe. Ja, Preis ist ungefähr der Preis von einer Eigentumswohnung? Also der Preis, da kriegt man eine Eigentumswohnung. In manchen Gegenden kriegt man da auch ein kleines Einfamilienhaus dafür. So, dieses Fahrzeug ist ein absoluter, ich sag mal, Hingucker im positiven Sinne, weil es ist ein, ich sag mal, nichts von der Stange. Es ist eine Manufaktur, die es gebaut hat und diese Form gibt es schon ewig. Also Bimobil macht das wirklich in der Form schon sehr lange. Also das ist, was ich meine, natürlich auch nur aus vom Internet und vom Lesen. Die machen das über 40 Jahre
Bimobil war mir vorher schon bekannt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt da blind drauf gestoßen bin. Und der Aufbau ist eigentlich, ja, wie soll man sagen, bewährt. In den ganzen Jahren, seitdem sie diese Fahrzeuge bauen, hat sich da wenig geändert. Ne? So, das ist ein Allradfahrzeug, was wir hier haben. Wir haben drei Sperren mit drin. Das heißt, du kommst damit überall durch. Wenn du irgendwelche Räder mal durchdrehen, kannst du die Sperren reinmachen. Ja, also man kommt schon überall mit durch, aber ist natürlich doch auch irgendwo, Lena, sei mal schon lieb, ist natürlich irgendwo beschränkt. Also es ist nicht so, dass man jetzt überall durchkommt, aber natürlich besser als mit einem normalen Fahrzeug. Hier haben wir auch einige Stellen gehabt, wo man dann gesagt hat, nee, da fahrt er nicht lang, weil da sitzt das Fahrzeug hinten auf. Insofern, ja, ist halt... man sagt, das ist kein richtiges Offroad-Fahrzeug, das ist mehr so ein Schlechtwege-Fahrzeug. Ne? Ja, trotzdem, das, was ich heute gesehen habe, muss ich fairerweise sagen, du bist hier... Sehr schlechte Wege. Also, sehr schlechte Wege. Ja, ja, nee, also das ist schon klar. Also, und man kann also auch Steigungen damit hochfahren und das ist also... heißt für dich aber auch, du kannst überall frei stehen. Das Fahrzeug hat unglaublich viel Sicherheit, weil die Fahrerkabine ist getrennt vom Aufbau. Du kannst sie extra abschließen, du hast Hartglasfenster. Also so ohne weiteres, mit einfachen Mitteln kommst du hier nicht rein. Also es ist so, dass es, man kommt natürlich rein, aber es ist verglichen mit einem normalen Fahrzeug ist es sehr aufwendig. Die Tür ist halt abschließbar und das sind ja nicht einfach normale Schlösser, sondern das sind auch Sicherheitsschlösser. Ne? Und bei den Aufbautüren, das haben ja, wir kennen ja viele. Edelstahl hier vorne. Edelstahl und es verriegelt nach oben und unten. Also da ist ein richtiger Stahlriegel drin, gell? Da ist ein richtiger Stahlriegel drin. Das geht also hier rein und oben rein. Und dann halt auch Sicherheitsschloss. Und ich denke mal, wenn ich dort stehe und neben mir steht einer mit einem normalem Wohnmobil, dann wird sich derjenige wahrscheinlich überlegen, das nehmen wir doch lieber das normale, da bin ich in 2 Minuten drin. Ja, ja, du hast ja auch für die Hartglasfenster entschieden, genau. Die sind nochmal einbruchsicher, also mehrere Zapfen. Ja. Dann ja, auch schon, das Glas ist ja auch bruchsicher. Ne? Das heißt, du kannst mit dem Hammer draufhauen, da passiert nichts. Kann man auch mit dem Hammer draufhauen, so schnell kommt man da nicht rein. Und eben auch die Höhe. Ich meine, wenn ich jetzt frei stehe und da will jemand rein, der muss ja dann sich auch erstmal eine Leiter mitbringen, um da oben ranzukommen. Also es ist schon alles etwas sicherer. Das ist so geil. Das heißt, du stehst normalerweise, du bist jetzt wie lange in dem Fahrzeug? 6 Monate? Seit Dezember, ja. Und du willst auch drin bleiben, erstmal? Ich will drin bleiben, auf jeden Fall. Nun waren wir natürlich durch diese ganze Corona-Situation etwas eingeschränkt mit unserer Beweglichkeit. Aber das wird sich ja nun hoffentlich bald aber verbessern. Und der Grundgedanke war dann halt zu reisen innerhalb Europas. Eigentlich war eine lange Tour geplant. Im Mai diesen Jahres schon mit einer Gruppe nach Mittelasien, Mongolei. Aber das wurde leider abgesagt, weil die Situation eben noch nicht da war. Das wird dann halt nächstes Jahr stattfinden und in der Zwischenzeit, denke ich mal, Nordeuropa, baltische Staaten, Polen und diese Ecke, die habe ich also noch nicht gesehen, die möchte ich dann bereisen. Ja, was auch schön gemacht ist hier vom Stefan, du kennst ja den Chef persönlich, ich habe mich mit ihm das letzte Mal unterhalten, es muss ja nicht so viele Schrauben drin haben, aber es sieht schon mal direkt ziemlich martialisch aus. Ja, ja. Das heißt, die Leute haben gar keinen Bock, da einzubrechen. Also ich denke mal, dass die Schrauben wenig Sinn eigentlich machen, weil das Schloss ist ja eigentlich das, was dann den letztendlich abhält. Aber das sieht natürlich... Wie aus einem Guss aus. Das sieht wie in einem Guss aus und da sieht derjenige, der da rein möchte, schon ab. Das ist nicht ganz so einfach. Da müssen wir ein bisschen mehr machen. Um da hier vorne Edelstahl, das heißt, die durchzuflexen. Das ist auch nicht so einfach. Also das ist schon ein bisschen mehr Aufwand und damit die Wahrscheinlichkeit, dass sich da jetzt jemand anstellt, auch geringer. Geringer. Hier vorne auch was, ein ganz tolles Detail. So ein Reifen wiegt ja schon ein bisschen was, oder? Der wiegt ein bisschen was. Also alleine kriege ich den nicht da hoch und runter. Deswegen haben wir ja da im Prinzip so eine kleine Winch dran. Das heißt, wenn ich den Reifen wechseln muss, dann kann ich den hier mit einer Kurbel, kann ich dann den Reifen anheben, nachdem ich ihn gelöst habe, runterlassen. Und dann rollt man das hin und dann eilt wieder rauf und dann
Ja, ja. Stark ist auch, ja, ne, klar, das ist eine ganz tolle Konstruktion. Die muss natürlich auch bei Wind und Wetter und im Gelände auf Rüttelpisten, darf da so ein Reifen nicht runterfallen. Das ist richtig, ja. Das, wobei, so wie ich die Situation gehört habe, ist das auch das erste Mal, dass sie den Träger in dieser Form gebaut haben. Der ist teilbar, oder? In der Mitte. Für mich, der ist teilbar. Ja, ja, ich muss hier an die Heckklappe rankommen. Sag mal bitte, wie das geht. Ja, also da muss ich also erstmal hier so diese Sicherungsstifte rausmachen. Ja, ich habe sowas noch nie gesehen. Also das da ist Premiere. Ein teilbarer Heckträger für zwei Räder. Das macht auch Sinn, weil je nachdem, wo du hinfährst, kann auch mal nacheinander auch mal ein Reifenschaden passieren. Das ist vollkommen richtig. Es gibt halt auch Reisen, wenn man mit Reiseveranstaltern diese Reise macht, wo das eben halt vorgeschrieben ist, dass man zwei Reservereifen dabei hat. Weil ach, du hast Dämpfer. Die Versorgungslage nicht da ist, ne? Gasdruckdämpfer mit drin. Da sind Dämpfer drin, genau. Das haben die so mit eingebaut. Und zwar, dass sie den halt nach außen drückt, damit ich mir die Klappe nicht beschädige, wenn ich sie jetzt aufmache. Ne? Toll. Das ist auch von Bimobil hier? Das ist von Bimobil. Die haben das auch gebaut. Wie gesagt, das ist der erste, den sie so gebaut haben, weil ich hatte eben halt die Anforderung, als ich das Fahrzeug bestellt habe, dass ich zwei Reservereifen hinten haben möchte und nicht unter dem Fahrzeug. Ja, es gibt eine ganz tolle große Klappe hinten, die ja dann nochmal entsprechend gesichert ist. Das heißt, um da ranzukommen, musst du dann erstmal vorne die Schlösser knacken. Ja, hier muss er schon ein bisschen mehr. Da muss er dann halt auch noch den Träger öffnen, wobei der ist nicht abgeschlossen. Könnte man natürlich könnte man auch noch machen. Man könnte jetzt aber die Bolzen noch abmachen. Sag mal hier, der Träger, der ist aber so dermaßen massiv, der schützt das Auto von hinten ja nochmal, oder? Ja, denke ich schon. Also ich möchte es nicht ausprobieren, weil ich denke mal, wenn da einer hinten drauf fährt, ja, das mache ich jetzt, halt aber, der Rahmen beschädigt. Aber wenn du zum Beispiel rückwärts gegen Sträucher fährst, ja, und so, das ist richtig, das ist ja, ja toll. Dann ist das nicht direkt hier auf der Klappe, sondern du hast es dann an den Reifen noch. Ja. Denen ist das wahrscheinlich vollkommen egal. Ja, denen ist das egal. Also ich kann zum Beispiel mal zeigen, ich habe nämlich schon den ersten Schaden. Da bin ich nämlich mal beim rückwärts einparken gegen eine Leitplanke und das ist dagegen, das ist das so ein bisschen verbogen, das habe ich wieder gerade gebogen. Gar nichts. Wenn das jetzt an dem Fahrzeug hier dran wäre, das wäre schon ärgerlich gewesen. Oder? Es ist ja so, dass dieses Fahrzeug, ich mache mal hier so kleine Schrammen und so, das ist ja Patina, oder? Das ist Patina, genau. So, das ist das Alu hinten? Das ist Alu, ja. Alu, das heißt, das rostet noch nicht mal. Komm, wir gucken mal rein, weil also, das ist ja, wie ich dann vorhin auch schon gesagt habe, das ist ein Wohnmobil, das ist ein Gebrauchsgegenstand, das ist kein Ausstellungsstück. Wenn da Schrammen dran sind oder Beulen dran sind, dann heißt das, ich habe das Fahrzeug benutzt. Und das ist mein Plan, das Fahrzeug zu benutzen. Natürlich keine Beschädigungen sind. Nee, klar, aber wenn da, ich sag jetzt mal, du jetzt da an den Bäumen lang fährst. Zum Beispiel, das ist schon mal. So, das ist eine Luftpumpe für Sportgeräte. Für mein Stand-Up-Paddleboard. Boah, wobei, so viel Platz hier. Und du hast die Euroboxen? Genau, das habe ich mir halt einbauen lassen von einem, der das professionell macht. Also diese Regaleinbausysteme anfertigt. Das macht er auf Wunsch. Das kann man also innerhalb eines Vormittags eingebaut bekommen. Das ist auch zerstörungsfrei. Das ist ja, man kann ja sehen hier, wir sind nun heute Morgen auch etwas gefahren, also das ist schon bombenfest. Ne? Und man kann es ausziehen, Schwellersauszüge? Das ist jetzt, ja genau, also diese mittleren kannst du ausziehen. Ach, du hast ja die Deckel. Ist ja praktisch. Ja, das heißt, du könntest ja auch grillen drauf. Genau, also ich habe jetzt dahinter sind ja auch noch Boxen. Du kannst ja bis nach vorne durchladen. Ja. Echt? Du kannst also bis zum der doppelte Boden. Der Doppelboden geht bis vorne praktisch an das Fahrerhaus. Und ich habe jetzt nochmal, wenn du hier siehst, so zwei Boxen, die sind 60 cm. Ich habe nochmal zwei Boxen 60 cm da drin stehen. Ich habe nochmal vier Boxen 40 cm da drin stehen. Also da kann man noch was verstauen. Das ist so halt, da kommt man schlecht ran. Aber das sind so Sachen, die macht man seine Winterkleidung rein. Wir sind jetzt ja im Sommer. Im Winter mache ich es dann umgedreht, da mache ich meine Sommerkleidung dort rein. Ja, stark finde ich auch. Du hast einen Moppel. Das ist ein i20, ja genau, ein 20i. Ja, genau. Der kann, was kann der? 2 ja, kW? Ja, ja, 2 kW. Ja, also vollkommen ausreichend, wenn ich jetzt mal irgendwo stehe und die Batterie sollte tatsächlich mal leer sein, dann kann ich zumindest meinen Laptop aufladen. Dann kann ich, das ist ja ein Inverter, das heißt, ich kann meinen Laptop drin aufladen oder meine Kameras und so weiter. Und du hast auch Solar doch? Solar haben wir auch, ja. Hast du Lithium? Oder? Also ich habe noch die Standard-Gel-Batterie. Ich habe auch nur eine, 210 Amperestunden. Ist ausreichend bei so einem Wetter.
weil die Batterie halt oder beziehungsweise diesen Solarpanel schon am Tag über genug Strom liefern, um die Batterie wieder aufzuladen. Wenn es mal bewölkt ist, sieht die Sache schon etwas anders aus, weil ich auch noch eine Gefrierbox drin habe, die permanent bei 18 Grad minus kühlt. Die verbraucht eine Menge Strom und dadurch ist dann 210 Amperestunden am Tag schon in 2 Tagen dann auch schon verbraucht, wenn man keine... Ich kenne das. Ja, ich habe jetzt, was habe ich jetzt, 800 und das hält dann 4 Tage bei mir. Ja. Aber im Moment hält es ewig, weil durch die Sonne... Im Moment ist kein Problem. Was natürlich auch noch dazu kommt bei den Gel-Batterien, die dürfen ja nur bis zu 20% Leistung entladen werden. Das heißt, es bleiben immer 40 Amperestunden stehen und dann schaltet sich im Prinzip alles ab, außer der Kompressorkühlschrank. Zeig mal ein schönes Detail, wo wir gerade hier dran kommen. Du hast einen tollen Unterfahrschutz, der dich von hinten schützt und hauptsächlich gell? Wenn man jetzt Böschungswinkel oder Böschung fährt, dass, wenn man aufsetzt, setzt man halt auf diesen Unterfahrschutz auf und beschädigt sich halt nicht den Fahrer, den Rahmen. Man muss natürlich langsam und vorsichtig fahren. Und du hast einen Vario-Block noch dran von Rockinger. Ja. Das ist natürlich ganz klasse, wenn du das mal hier mal abmachen würdest. Oder hat man die Möglichkeit, da was anzukuppeln und das hier zu lassen den Rädern? Ich habe diese Bergenkupplung dafür. Ja. Ach so, das ist der Punkt, wo du dann angreifen darfst zum Bergen. Ich habe also nicht, viele machen ja auch dann jetzt müssen wir mal gucken, ob die können sich ein bisschen durch den Dreck festgesetzt haben. Ja, wahrscheinlich. So, da gibt es halt eine Kupplung und die hängt dann direkt am Rahmen. Ja, also jetzt, ich gehe es jetzt. Ist nicht schlimm. Also, du machst, das ist ja im Prinzip nur die Schutzkappe, die machst du ab und dann machst du deine Bergekupplung oder deine Anhängerkupplung, je nachdem, was du hast, setzt du auf und das ist so wie so ein Bajonettverschluss, drehst du einmal rum und dann rastet da ein und dann ist die Bergekupplung dran, weil Anhängerkupplung soll man ja nicht zum Bergen benutzen, es ist wirklich nur, um einen Anhänger dran zu hängen. Aber die Bergekupplung, da kannst du eben halt entweder jemanden rausziehen oder selbst rausgezogen werden. Du hast einen Kadak. Ja. Das ist der. Das ist noch ein Überbleibsel aus meinem vorherigen Wohnmobil. Der muss halt jedes Mal zusammengebaut werden mit den Stützen. Aber da habe ich auch eine andere Lösung. Ich kann meine Sandbleche abkleppen als Tisch und da stelle ich den dann drauf und kann dort von dort drehen. Außendusche ist mit dabei. Ja. So, dann ist hier vorne ist das hier ein Tank oder was ist das? Das weiß? Oder ist das nur ein Behälter? Das ist meine Waschmaschine. Die Waschmaschine. Während der Fahrt rüttelt die dann? Oder? Genau, das ist eigentlich nur so ein wasserdichter Behälter, den man zum Kanufahren zum Beispiel benutzt. Und da kannst du deine Schmutzwäsche rein, heißes Wasser drauf, ein bisschen von dem ohne Werbung. Waschmittel rein. Biopresto ist wahrscheinlich so Waschmittel, was man auch trinken kann. Das habe ich mal in Italien gekauft, so wie es aussieht. Und das da rein und dann rüttelt das den ganzen Tag und dann hat man die Wäsche gewaschen. Dann muss man sie nur noch trocknen. Das ist natürlich nicht perfekt. Das ist nicht wie wenn man das jetzt bei 60 Grad oder 40 Grad in der Waschmaschine wäscht, aber für meine Bedürfnisse ausreichend. Außerdem, du hast ja ab und zu mal, kann man auch mal eine andere Waschmaschine. Also was ich zum Beispiel mache, ich fahre dann halt entweder Autobahnraststätten haben teilweise für die Tracker-Waschmaschinen, da kannst du hinfahren. Oder diese Waschsalons in den Städten. Ne? Auto ist ja gebaut für wirklich Offroad. Du kannst mit dem Fahrzeug extreme Sachen machen. Jetzt hast du Straßenbereifung drauf. Ich zeig mal gerade noch ein schönes Detail. Hier diese Axt, die griffbereit an der Seite hängt. Die braucht man öfter, als man glaubt. Soll ich hier Holz machen für Feuer? Holz machen, Feuer, ja. Mal so ein paar Äste wegschlagen. Was natürlich eigentlich auch noch sinnvoll ist, ist, wenn man eine Kettensäge dabei hat, eine Akku-Kettensäge, dass man auch mal wirklich ein bisschen was wegschneiden kann, wenn man irgendwo, nicht gerade in Deutschland im Wald steht, aber im Ausland irgendwo. So oben, was ist da drin, oben in dem Koffer? Das ist der Koffer, den wir von der Firma Bimobil mit den ganzen Unterlagen bekommen haben. Also alles, was zu dem Fahrzeug gehört, da sind diese ganzen Beschreibungen und so weiter drin. Also von den Sachen, die eingebaut worden sind? Genau, das... Da habe ich noch keinen besseren Platz für gefunden, deswegen liegt der da auch oben drauf. Sehr schön. Ja, du hast es wie lange gewartet auf das Fahrzeug? Ich habe drauf gewartet 22 Monate, also Januar bestellt, Dezember bekommen.
Ja. So, das, du hast gehört schon, die Lieferzeiten sind nach oben gegangen? Ja, natürlich, die sind nach oben gegangen. Das war ja zu erwarten. Und ich weiß nicht, wo sie jetzt liegen, ob sie schon bei 3 Jahren sind, aber auf jeden Fall denke ich mal 2,5 Jahre bestimmt mit Sicherheit. Ist aber wert, oder? Ja, gut, okay. Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob es das wert ist, aber... Für dich war es wert? Für mich war es wert, ja. So, das ist jetzt eine Bereifung eigentlich für die Straße, oder? Das ist eine Straßenbereifung, so, ja. Trotzdem kamst du im Gelände überall durch? Ja, ja. Das Problem ist halt, es gibt eigentlich für dieses Fahrzeug noch keine anderen Reifen. Das Fahrzeug hat ja ein zulässiges Gesamtgewicht von 7 Tonnen. Das heißt, ich muss auf der Hinterachse, darf ich 5 Tonnen haben. Das heißt, pro Rad 2,5 Tonnen. Ach so, es sind keine Zwillinge hinten drauf? Nein, das sind keine Zwillinge, das ist Einzelbereifung. Okay. Ja, und da gibt es eben halt nicht viel Auswahl. Die Traglast muss bei dem Reifen stimmen? Genau, die Traglast muss bei dem Reifen stimmen, die Felge muss dafür ausgelegt sein. Und da gibt es eigentlich momentan nur den Reifen, den ich fahre, und dann noch ein Unternehmen, das den gleichen Reifen herstellt. Ne? Airline-Schienen hast du hier dran, das heißt, die sind sehr multifunktionell, hier kannst du Sachen abspannen. Ja. Du hast jetzt hier Sandbleche dran gemacht, oben hast du Airline-Schienen. Ja. Wenn du mir einmal kurz zeigst, wie das System funktioniert, ist das schwer? Nö, ist nicht schwer. Das Ganze drückst du rein. Schiebst es oder hier musst du es rausziehen, schiebst es rüber. Das war's. Und das kannst du überall positionieren und kannst hier zum Beispiel Sonnensegel. Genau, du machst halt, musst ein Loch finden, dann schiebst es rüber. Und das hält bombenfest. Kommt ja, ich sag mal, aus Nutzfahrzeugen, kommt aus der Flugzeugindustrie. Omnibusse haben die Sitze damit festgemacht. Ja, ja. Und auch bei den Flugzeugen sieht man es ja auch, dass die Sitzschienen, das sind ja auch diese, also wo die Sitze drauf festgemacht sind bei den Flugzeugsitzen. Ne? Das ist jetzt ein Fach, das ist wahrscheinlich bei den Durchfahrten ein bisschen feucht geworden. Das soll es auch. Oder auch nicht. Hast du einen Schlüssel? Ja, ja, ich habe einen Schlüssel dabei. Zeig mal bitte. Ja, das wird. Ich denke mal, wir sind nicht so tief durchs Wasser gefahren. Also. Vielleicht ist da ein bisschen Regenwasser drin. Das ist ein spezielles Fach, wo du Sachen reinmachen kannst, die auch schmutzig werden können. Genau. Das ist jetzt meine, wie man sieht, alles noch jungfräulich. Das der Bergegurt. Ganze Bergegurt. Das ist der Baumgurt, das ist der Bergegurt. Also eigentlich alles, was ruhig auch nass werden darf. Das ist mein Kompressor hier. Also ich habe eine mobile Version gewählt. Da ist ein ARB-Kompressor drin, Doppelkompressor mit einem 4 Liter Druckkessel. Für einen Schlagschrauber zum Beispiel? Das könntest du theoretisch ja, aber ich weiß nicht, ob da die Luftmenge ausreicht. Aber das ist im Prinzip, um meine Reifen aufzupumpen. Ah, okay, das ist Luftdruck von unterwegs? Genau, wenn ich jetzt mal den Druck ablassen muss, wenn ich irgendwo im Sand fahre, dann kann ich dann wieder aufladen, aufpumpen die Räder. Und ich kann es halt rausnehmen, habe dann meine 12 Volt vorne am Fahrzeug, da klemme ich es an die Batterie und dann kann ich mit einer 6 Meter Verlängerung jeweils die Reifen aufpumpen. Oder mein Stand-Up-Paddleboard ohne Armtätigkeit aufpumpen. Sag mal, der Heizen ist mit Diesel oder Gas? Was machst du? Diesel. Ich habe beides. Ich habe also eine Diesel- und eine Gasheizung, wobei die Dieselheizung ja... Die ist da drin, die Gasflaschen? Oder? Ja, da sind die Gasflaschen drin. 2 oder was geht da rein? 2, also 11 Kilo. Wobei diese ich in der Regel nur zum Kochen benutze. Und okay. Für den Backofen. Okay, das heißt Heizen mit Diesel und mit Diesel, da halten die ewig? Die halten ewig, also 2 mal 11 Kilo, da kannst du ein Jahr mit kochen. Und ja, da hast du auch Alu gewählt, damit, damit das Ganze leichter ist zum Reinheben. Ja. Das Feeling, als du das Fahrzeug abgeholt hast, wie war das? War das ein Fest? Interessant, ja. Ja. Nein, das ist, also ich meine, ich habe 2 Jahre drauf gewartet. Natürlich hat man dann, ist man euphorisch, wenn man dorthin fährt und das Fahrzeug abholt. Das ist schon ganz klar. Das ist halt was Neues, ein neues Spielzeug und dann ist man erstmal glücklich, ja. Du hast im Moment außer, du hast keine Wohnung mehr. Die ist ich weg. Keine Wohnung, nein, nein. Auch kein Haus mehr, kein, nichts, ist so, gar nichts. Das hier ist aber wie ein Haus. Fühlt sich das an wie ein Haus? Ja, das ist halt mein Haus, das ist meine Wohnung. Komm, wir gehen mal rein. Ich bin total spannend, wie ein Zapfen. Ja. So, dann ist hier eine Eintrittsstufe. Ja. Die macht auch Sinn. Das Fahrzeug ist ja schon recht hoch. Dann hast du diese tolle Tür, die hier drin ist. Wenn du hier reinkommst. Ah ja, einen Backofen hast du auch von Tedford. Backofen, ja.
Den wollte ich unbedingt haben, weil ich bin also ein Fan von frischen Brötchen am Morgen, egal wo ich bin. Die mache ich mir frische Brötchen oder wenn du halt eben mal schnell eine Pizza essen willst, kannst du die Pizza da dran werfen. Ja. So, dann der Fußboden ist natürlich sehr leicht durchzuwischen. Ja. Du hast jetzt keinen Teppich oder sowas, nur ganz bedingt. Und dann natürlich, was Geniales ist, die Größe innen im Vergleich zu, wie klein es von außen aussieht. Also das ist Wahnsinn durch den Alkoven. Ja, natürlich. Also durch den Alkoven hat man natürlich die Schlafstätte schon mal getrennt von da, wo man im Prinzip wohnt. Das heißt, ich muss mein Bett nicht aufräumen, das kann dann wieder draufgeschmissen und dann ist es gut. Und ich habe hinten meine Sitzfläche, die ich halt immer, meine Sitzgruppe, wo ich sitzen kann. Und ja, wo sich mein Hund und ich, wir uns beide wohlfühlen. Was ich toll finde, ist auch, dass auch auf dem Dach die Hartglasfenster sind. Das heißt, genau. Auch da ist ein Einbrechen fast unmöglich. Ja, das war halt die Entscheidung, gibt man noch das extra Geld aus. Wenn man schon diese Fenster nimmt, dann möchte man da oben keine Plastikfenster drauf haben. Deswegen ja, einmal Einbruchssicherheit und zum anderen eben halt auch die Wert. Erhaltung bei dem Fahrzeug. Nicht. Ja, da ist kein Kratzen, wenn da mal ein Ast drüber. Da ist kein Kratzen, da ist keine. Ist halt alles viel haltbarer als diese Acrylglasfenster, richtig. So, wenn du reinkommst, du hast so ein kleines Panel hier. Auch das sieht aus wie aus dem Space Shuttle. Ja. Ganz reduziert. Ja, also das ist einmal zum einen einfach nur die 12-Volt-Versorgung. Das heißt, wenn ich den Hauptschalter ausmache, ist im Prinzip die 12-Volt-Versorgung raus. Ja, und das andere sind eigentlich nur die Taster für die Umfeld-Außenbeleuchtung. Denn ich habe Umfeld-Außenbeleuchtung. Ich habe also links und rechts und hinten jeweils so einen Strahler. Panik, diese, oder? Diese ja. Lumicoin-Strahler. Ja, ja. Und ja, und du kannst natürlich dann, wenn du jetzt hier drauf drückst, jetzt hast du die Panikschaltung an. Das heißt, alle Strahler sind an, sogar die beiden Strahler, die irre hell und das ist irre hell, ja. Tiere und so, die Tiere werden dann auch schon oder wenn abends tatsächlich mal jemand rumstreunt um das Fahrzeug, drückst du da drauf und dann ist Tag hell und dann ist schon mal eine gewisse Hemmschwelle dort. Ne? Toll. Ja. Du stehst auch frei mit dem Auto? Da, wo es erlaubt ist, ja. Ist halt ein bisschen problematisch, aber es gibt halt doch noch Möglichkeiten, auch frei zu stehen. Und sonst, wenn es nicht geht? Dann muss man sich halt eben einen Wohnmobilstellplatz mal suchen. 8 Euro oder so kosten. Ja, ja, es gibt ja auch viele Ortschaften, wo es die Gemeinden freie Plätze haben. Gibt es auch noch heutzutage. Aber in der Regel versuche ich schon frei zu stehen. Ja. So, komm, wir gehen mal kurz rein. Ja. Dann zeige ich mal gerade deine Küche. Das ja. ist ein richtiger Küchenblock wie zu Hause. Ja. Du bist recht groß. Trotzdem hast du eine tolle Stehhöhe hier drin. Man ja. fühlt sich nicht eingeengt. Nein, hier nicht. Also auf jeden Fall hier habe ich also noch die Stehhöhe, dass ich auch da oben nicht gegenstoße, wenn ich auf dem Podest stehe, da vorne unter der Sitzsäcke, dann ist es schon etwas anders, aber hier ist es also ausreichend. Ja. So, ja. Ich mache mal ganz kurz, ohne dass ich deinen Hund jetzt nicht liebe, ist im Schatten. Ja. Mach mal zu. Ja, mach mal zu. Nee, es geht um den Hochdruckreiniger. Ja. Die machen nämlich gerade ihre Fahrzeuge sauber da draußen. Ah, ja. Okay. Was mir auffällt ist, wenn du mal kurz hinten reingehst in die Sitzgruppe, ja. dann zeige ich dich mal gerade, wie schön man hier sitzt. Du hast einen genialen Überblick aus großer Höhe, ja. wenn du irgendwo bist und bist meistens über anderen Fahrzeugen. Das ist richtig. Also man kann von außen sehr schlecht reinsehen. Das ist ja eigentlich auch der Sinn der Sache. Und ich kann eben halt, ja, machen wir mal auf. Das ist der einzige Nachteil, dass ich diese immer beim Fahren von alleine zuziehen. Aber du hast natürlich einen super Ausblick und keiner kann reingucken. Ne? Das ist also. So, du hast auch viel Platz für den Hund. Das ist, ja. glaube ich, auch ein ganz wichtiges Feature. Der könnte auch hier sitzen. Das hier. Ist normalerweise seine Schlafstätte. Ja, hier, oder? Da, also er darf nicht eigentlich auf das Polster. Aber das eigentlich das ist. Das weiß er auch, ja. wenn ich da bin. Aber wenn ich nicht da bin, dann geht er halt auch auf das Polster. Und aus dem Grund haben wir noch eine Decke liegen, dass er dann, wenn er sich dann hier hinlegt, dass ich wenigstens hier hin. Ja, dieses ist auch so ein kleines Feature, was ich hier machen musste, weil man sieht ja, dass da leichte Bissspuren drauf sind. Der kaut die an. Nö, der will die Fenster aufmachen. Wenn ich draußen bin und ich lasse den hier, will er versucht also die Fenster, er kann, ist also so intelligent, dass er weiß, dass es so aufgeht. Aber er hat es noch nicht ganz
rausbekommen, dass man dann nur drücken braucht und dann ist das Fenster auf. Aber wie gesagt, in diese Stellung kann er das Fenster schon bringen. Also, oder sie. Sie, ja, toll. Wenn du mal gerade hier aufmachst auf der Seite, dann merkt man nämlich direkt, die Fahrzeuge sind unvorstellbar isoliert. Es ist schon, ich sag mal, wenn man hier natürlich nicht richtig zuzieht und das macht, dann sammelt sich die Wärme. Das ist im Winter natürlich schön. Die Fensterflächen sind natürlich, die heizen dann schon das Fahrzeug auf. Aber es ist nicht so extrem wie zum Beispiel in einem normalen Wohnmobil. Da wären jetzt wahrscheinlich schon Temperaturen hier drin, dann müssten wir alle Fenster aufreißen und würden trotzdem noch schwitzen. Also die Temperatur ist ja noch angenehm hier drin. Was auch schön ist, du hast eine tolle Rundsitzgruppe, wo viele Leute sitzen können, wo du aber auch mal arbeiten kannst. Du kannst dir deinen Arbeitsplatz aussuchen, auf welcher Seite du gerade bist. Wenn das Meer auf der anderen Seite ist, dann gehst du halt auf die andere Seite. Richtig. Ja. Oder ich sitze hier, das kann also auch passieren. Man kann auch mal ein Nickerchen machen. Fernseher, das ist also kein Fernseher, sondern das ist eigentlich nur ein Monitor. Weil ich auch meine Bilder dann eben bearbeite und dann habe ich meinen Rechner an den Monitor angeschlossen und du hast einen Blog im Internet irgendwie? Nein. Okay, also sind private Bilder, die du machst, oder? Ich mache private Bilder und teile die eigentlich nur über Social Media mit Freunden, Familie und also direkt Blog, sowas habe ich bisher noch nicht gemacht. Können sich vielleicht auch mal ergeben, dass ich das machen werde. Aber Fahrzeug ist Baujahr 2020. Das Polster ist schön, das gefällt mir. Ja, ist schön, hat natürlich seine Nachteile, weil du siehst auf denen jedes Hundehaar und es ist auch sehr schwer sauber zu halten. Also du, im Prinzip würdest du jetzt andere nehmen beim nächsten Mal? Ich würde jetzt Ledersitze nehmen, ganz klar, weil man die abwischen kann. Ne? Hier kannst du wirklich nicht abwischen, absaugen geht nicht. Das schafft kein Staubsauger, diese Haare runterzuziehen. Ich bin da so halt immer am Bürsten oder was auch geht, Panzerband abkleben und abreißen. Dann ich habe so eine Bürste von Dyson, kennst du die? Ja. Das ist eine rotierende Bürste. Staubsauger. So, also genau. Und da gibt es eine spezielle Bürste für vorne, ganz klein, die rotiert und die macht alles runter. Ehrlich? Aber da muss ich mal gucken. Dass ich zeige ich dir, wie die heißt und dann kannst du die holen. Ja. Das ist eine spezielle Hundehaarbürste, die machst du vorne drauf, den Dyson, klappt super. Jetzt, das war jetzt mal der Oberlehrer von mir, ja, der gesagt hat, habe ich. Nein, ich bin ja offen. Das ist das Gewürzregal, guck mal. Das ist das Gewürzregal, das berühmte Bimobil-Gewürzregal. Ich glaube, das hat sich in 40 Jahren nicht verändert, wenn ich das richtig verstehe. Sehr praktisch. Genau. Kannst du hier noch mehr zuziehen auf der Seite eigentlich? Kannst du noch so ein Rollo? Du kannst einmal die Verdunklung. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, dich mal auf die Seite setzt da, dann kann man dein elfenartiges Gesicht nämlich sehen. Und dann, der Vorteil ist, du bist es mal gut, weil ich habe einige Fragen. Wenn man jetzt hier lebt, dann klingt das erstmal ganz trivial. Aber da sind ja viele Dinge zu beachten. Nicht nur rechtliche Dinge, sondern auch, hast du dich jemals einsam gefühlt mal, dass du sagst, du hast kein Zuhause mehr? Oder du hast jetzt ein Zuhause, aber... Ja, also einsam würde ich es nicht unbedingt nennen. Es gibt manchmal natürlich Gelegenheiten, wo man sagt, ach, das würde ich vielleicht gerne mit jemandem teilen, wenn man nicht an einer Stelle ist, die besonders schön ist. Mhm. Aber einsam, nein, eigentlich nicht. Gut, du triffst ja laufend Leute. Genau, man sieht also, wenn man unterwegs ist, so wie ich, trifft man immer wieder Leute, die eigentlich ähnliche Vorlieben oder beziehungsweise ähnliche Sachen machen, die gerne reisen. Und da tauscht man sich dann halt aus, dann sitzt man vor dem Wohnmobil. Also man trifft immer wieder Leute. Hier vorne ist ein Wohnmobil, ist das deins gewesen? Nein, das ist ja der Bimobil-Kalender. Nicht den. Ach so, das Bimobil-Kalender. Jetzt mal, du hast ja zwei Heizungen drin. Der Vorteil ist nicht nur, dass der eine Diesel, die andere ist auf Gas, sondern du hast ein redundantes System. Das heißt, geht mal eine nicht, hast du noch eine andere? Der Sinn ist eigentlich der, weil die Dieselheizung, also diese Truma Dieselheizung, geht ja nur bis zu einer bestimmten Seehöhe. Das heißt, oder beziehungsweise Höhe. Ich habe zwar den Höhenkit auch von Truma drin. Das heißt, ich kann bis maximal 2800 Meter die Dieselheizung sicher betreiben. Darüber geht es nicht mehr. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Südamerika oder in die Mongolei irgendwo in den Bergen bin und bin über 3000 Meter
und es ist kalt, dann kann ich die Heizung im Prinzip nicht anmachen, weil die springt nicht an. Die Dieselmenge ist die gleiche, die eingespritzt wird, aber die Sauerstoffmenge ist geringer. Das heißt, die wird einfach nicht funktionieren. Und dann geht die Gasheizung. Dann geht die Gasheizung halt noch. Ne? Wobei das wirklich nur eine Heizung ist, das ist kein Boiler. Dann habe ich halt kein warmes Wasser. Sag mal, in den ersten 6 Monaten, du warst jetzt natürlich wahrscheinlich nur in Deutschland zunächst, ja, wegen der Pandemie. Natürlich, ja. Aber was hast du vor? Was ist steht an deinem Plan? Also der Plan war eigentlich im Mai mit, ich meine, das kann man ja ruhig sagen, Allrad Osten in die Mongolei zu fahren. Mhm. Diese Reise, das wäre eine 4-Monats-Reise gewesen. Okay. Die wäre von Mai bis September gegangen. Die wurde leider ja aufgrund der Corona-Situation abgesagt oder musste abgesagt werden. Diese Reise werde ich jetzt im nächsten Jahr nachholen. Ich hoffe jetzt, dass die Grenzen insoweit aufgemacht werden, dass ich zum Beispiel Nordeuropa bereisen kann, die baltischen Staaten. Das ist eigentlich mein Plan als nächstes. Also, aber du bist ja vollkommen frei. Ja, jetzt ist ja, ich kann also heute nicht sagen, wo ich morgen bin, ehrlich gesagt, weil ich fahre jetzt einfach blind drauf los. Und dann jetzt ist ja heute die Veranstaltung zu Ende. Wir sind hier gerade in einem Testgelände der amerikanischen, der Ex-Testgelände oder nee, ein Ex-Truppengelände der amerikanischen, des amerikanischen Militärs in Bad Kissingen. Und wo geht's jetzt hin demnächst? In welche Richtung? Also die Richtung ist eigentlich noch offen, aber ich habe eigentlich geplant, Richtung Ostdeutschland zu fahren. Es gibt da viele Gebiete, wo ich noch nicht, Sachsen. Da gibt viele an die See oder? Nein, nicht an die See, sondern eigentlich mehr Landesinnere, also Sachsen, dann eventuell Spreewald, da bin ich auch noch nie gewesen. Solche Sachen, das möchte ich jetzt erstmal machen. Dann muss ich nochmal wieder zurück, da wo ich herkomme eigentlich, um meine zweite Impfung zu bekommen. Und dann hoffentlich ist im August das so weit, dass wir dann auch ins Ausland fahren können. Das heißt aber, du triffst ja immer zufällig Leute, mit denen kann man sich prima unterhalten, mal so 1-2 Tage und dann fährt man wieder. Das muss nicht sein. Man bekommt halt auch Tipps, wo man hinfährt, denn die Leute waren viel unterwegs. Dann weiß man, es gibt Gebiete, wo man hin möchte, das, was man sehen möchte. Also ja. Durch diesen Austausch hat man eigentlich immer noch mehr Ideen dann letztendlich. Ne? Genau, du bist ja erfahren, was das Ausland so ein bisschen angeht. Ja, du sprichst Arabisch, richtig? Nein, kein Arabisch. Also das ist eins der Sprachen, die wollte ich eigentlich auch nicht lernen. Ich habe da 30 Jahre gearbeitet, aber das musste ich. Okay, und du, was spannend ist, kann ich mir vorstellen, wenn du am Anfang in dem Fahrzeug unterwegs bist und du weißt wirklich nicht, wo du morgen bist und wie lange du denn auch da bleibst und hat dir das am Anfang so ein bisschen Sorgen gemacht, dass du sagst, naja, werde ich da immer gut aufgenommen, wie ist die Lage? Also am Anfang ist eigentlich das große Problem, aber das hat wahrscheinlich jeder, erstmal einen Platz zu finden, wo man nachts schlafen kann. Weil man ist am Anfang natürlich auch so ein bisschen, kann ich hier stehen, kann ich da stehen oder man fährt zu Plätzen, guckt sich die an, gefällt es eigentlich, dann fährt man noch mal wieder ein bisschen weiter. Also das war die große Herausforderung, am Anfang immer einen Platz zu finden. Nachts, dass man sagt, schlafen kann, ob ich hier stehen bleiben kann. Oder man da stehen bleiben darf. Ist das Industriegebiet manchmal schon mal? Habe ich auch schon gemacht. Das ist aber wirklich die letzte Lösung. Also ich sage mal, bevor ich zum Industriegebiet fahre, gucke ich, wo der nächste Friedhof ist. Friedhof ist eine Lösung, Friedhofshausplatz? Das ist eine Lösung, ja. Okay. Hört sich wild an, aber die haben meistens Parkplätze und abends geht keiner mehr zum Friedhof. Da sind die Parkplätze frei und da kann man meistens stehen. Schon mal passiert, dass morgens einer mal ins Wohnmobil geklopft hat, gesagt hat, Sie müssen hier wegfahren? Ich habe schon mal Besuch von der Polizei nachts gehabt, ja. Wie war das? War erst ein bisschen unangenehm, weil ich gedacht habe, jetzt müsste ich meine Sachen zusammenpacken und weiterfahren, aber die waren sehr freundlich. Und ich durfte auch dort bleiben und es war eigentlich nur eine Überprüfung, weil einer der Wanderer sich die Polizei im Prinzip gerufen hat, weil er meinte, wir würden dort campen. Und du hast ja nur die Fahrtüchtigkeit wiederhergestellt. Genau. So war's. Genau. Sag mal, du musst ja hier nichts rausfahren. Das heißt, du kannst, aber du machst deinen Schul raus, dann bist du da und wenn du jetzt losgehst, du gehst nämlich immer wandern im Wald oder du fährst mal Fahrrad. Hast du ein Fahrrad? Nein, Fahrrad habe ich nicht dabei aufgrund des Hundes, weil der läuft halt nicht neben dem Fahrrad, der wird mich dann
laufen, umziehen. Aber du wanderst, da hast du aber keine Angst, wenn du es jetzt hier stehen lässt. Da vorne, die Tür ist ja auch mit dem Sicherheitsschloss abgeschlossen. Genau, die ist von innen mit dem Knebel, von der Fahrerseite mit dem Sicherheitsschloss, aber die ist im Prinzip, ja, nicht einbruchssicher, aber einbruchshemmend. Ja. Also er hat mir schon mal erzählt, da hat einer mal versucht, die wirklich mit Gewalt mehrfach einzutreten. Das ist ihm nicht gelungen. Ja, das dauert. Das muss schon, also rohe Gewalt, da muss ich dann schon wirklich einen Vorschlaghammer oder ein Brecheisen nehmen. Mhm. Und man kann ja auch noch die Leiter runter machen. Dann ist das auch noch als zusätzlichen Schutz, denn dann muss die Tür und die Leiter weg. Sag mal, das erste Mal schlafen, wenn man da, ist das so, dass man jedes Geräusch hört, wenn man so anfängt? Also ich habe einen leichten Schlaf. Ich höre sowieso, wenn jemand draußen am Fahrzeug ist, bin ich sofort wach. Also, und der Hund, das hilft? Der Hund auch, ja, der Hund auch. Also wenn draußen jemand vorbeigeht, den er nicht kennt, das merkt er sofort, dann schlägt er auch an, ja. Aber was war denn jetzt das Schönste, wo du warst in den letzten 6 Monaten? Also in den letzten 6 Monaten habe ich eigentlich nichts Schönes gehabt, weil man war halt angebunden, dass man aufgrund der Pandemie nicht reisen konnte. Ich habe jetzt eigentlich erst die letzten 3 Wochen, 4 Wochen ein bisschen mehr. Wo warst du? Ich war zum Beispiel am Brombachsee. Ist das schön? Sehr schön, ja. Brombachsee ist wo? Das ist in der Nähe von, ja, wo ist das? In der Nähe von Rothenburg ob der Tauber. Also Rothenburg ob der Tauber ist sehr schön. Da, wenn man alte Städte mag, ja. Also ich mag keine neuen Städte, ich mag eher alte Städte. Da ist es sehr schön. Natur im Generellen. Also ich habe jetzt keine besonderen Vorlieben außer Island. Das ist ein sehr schönes Land, wo ich schon mal sehr viel Zeit verbracht habe. Du könntest ja theoretisch jetzt nach Island fahren und sagen, kann ich nicht. Kannst du nicht? Nein. Wie ein Hund. Hunde dürfen nicht mit? Nein. Echt nicht? In Island ist eins der, es gibt nicht viele Länder, wo man gar nicht hin darf mit Haustieren und Island ist eins davon. Aber wenn du jetzt in einem anderen Land wärst, du würdest zum Beispiel jetzt nach England fahren, also jetzt am Visum, und dann könntest du mal ein Jahr da bleiben, wenn es dir da gefällt. Ja, natürlich, ja, ja. Also in den meisten Ländern kann man ja in der Europäischen Union, und England gehört ja nicht mehr dazu, aber da kann man ja auch länger bleiben. Ansonsten kann man ja überall eigentlich in der Welt mindestens 90 Tage bleiben. Manche Länder erlauben sogar 180 Tage. Und auch mit Haustieren gibt es eigentlich wenig Probleme. Wenn man den Impfpass, internationalen Impfpass für das Tier hat, Tollwutimpfung und alle Impfungen, alles eingetragen ist, also ist es eigentlich gar kein Problem. So, von der Größe her riesen viel Platz, finde ich. Ja. Dann hast du das toll gemacht hier. Das ist auch eine Schlafgelegenheit hier. Du kannst also. Also man könnte das umbauen zu einem Bett. Das hat also auch die ganz normalen, das ist glaube ich 2,10 Meter oder sowas in der Breite oder in der Länge und 1,50 Meter in der Breite. Also man könnte theoretisch noch zu zweit hier drauf schlafen. Auch. Bist du schon mal hier eingeschlafen hier auf dem? Wenn du mal so ein Nickerchen gemacht hast? Ich mache mein Nachmittagsnickerchen manchmal hier in der Ecke, ja, richtig, ja. Cool. Komm, wir zeigen mal was Tolles, denn du hast wahrscheinlich auch einen Mülleimer. Denn das Thema. Nee. Den habe ich da nicht drin. Da ist er nicht drin. Was ist denn da drin? Da ist eigentlich nur meine Unterlagen. Sag mal gerade, da ist die Technik so ein bisschen. Da kannst du sehen, Frischwasserstand und so. Frischwasserstand, Abwasserstand, Batterie. Man sieht jetzt ja 210, also die Batterie ist bis zum Anschlag voll. Obwohl ich den Inverter sogar anhabe. Solar macht es möglich. Solar macht es möglich, ist sogar noch am Chargen. Also ich habe aber allerdings momentan keine 220 Volt Verbraucher dran. Ja, und hier ist eigentlich nichts drin, sondern nur. Da habe ich meine Sodastream und, ist ja praktisch. Und ein paar Ordner noch. Der Rest vom Leben. Ich habe ja nichts, wo ich das lassen kann. Ich muss ja alles mitnehmen. Ne? Und das habe ich jetzt hier nur reingestopft, weil wir Offroad gefahren sind. Und die Tür klappert. Ach so, damit das nicht klappert. Ja. Die Tür klappert leider und deswegen habe ich da auch. Da kann man ja so einen Filz drunter kleben. Ja, da muss ich mich nochmal bei der Firma Bimobil beschweren. Genau. Es klappert eine Tür. Ja, gut. Eine Tür klappert. Komme ich drüber weg. Ja, und hier ist halt auch, das ist halt alles vollgestopft, Hundefutter. Wie man sieht, bin ich sehr ordentlich, alles sehr sauber verstaut. Aber auch hier so Jacken. Du hast ja immer die Jacken dabei. Ich meine, jetzt weiß man nicht ganz genau, wenn du hinfährst. Vielleicht hast du morgen mal 10 Grad, dann hast du vielleicht mal 30 Grad. Ja. Und dann hast du wahrscheinlich so ein Schichtensystem entwickelt. Also ich habe da diese 3-in-1 Jacken, wie du das nennst. Da hast du also eine Regenjacke und dann noch so ein Innenteil. Das war heute Morgen ganz praktisch, weil heute Morgen war es ja doch ein bisschen kühl.
Ansonsten natürlich, wenn es kälter wird, habe ich dann meine Winterkleidung, die ist aber unten drin jetzt. Und dann muss man die rausholen. Ja. Ja, du hast einen tollen Ventilator, der ist hier drin. Den hast du auch oft im Betrieb, wie ich sehe. Der ist täglich im Betrieb, praktisch beim Kochen natürlich. Oder auch, wenn sich das Fahrzeug tatsächlich mal aufgeheizt hat, kann man den aufmachen und der saugt die Luft raus. Mhm. Oder man bläst kühle Luft rein, je nachdem, wie das Wetter gerade ist. Ne? Also, so, wenn du mal kurz zeigst, in beiden Richtungen, zeigst, womit du spülst. Lass mal sehen. Wir haben eine, die Spüle. Zwei das Hände. Ist ja das, normalerweise, das ist das normale Wasser aus dem Frischwassertank. Das sind 200 Liter Frischwasser. Damit spüle ich, dusche ich. Und dann haben wir nochmal den zweiten Wasserhahn. Das sind 2x20 Liter Wasserkanister. Das ist reines Trinkwasser. Das kannst du denn auch besonders reinigen, sage ich jetzt mal, weil die so klein sind. Da wird das Wasser nicht so schnell... Genau. Also diese Kanister sind ja hier drunter. Das ist ein kleiner Schlauch mit einer Tauchpumpe dran. Ist direkt hier angeschlossen. Und die Behälter kann man halt eben dann reinigen, wenn es notwendig ist. Wobei den großen Tank, gut, da macht man dann halt eben eine Chemikalie mit rein, um das ein bisschen... Achso, damit es haltbar wird. Aber es ist nicht unbedingt notwendig, da ich es nicht als Trinkwasser benutze, sondern nur als Brauchwasser. Ja. Was hier oben drin, Teller? Hast du hier? Darf ich mal sehen? Ja. Alles. Alles. Zipper. Alles. Ein paar Teller. Bisschen Zucker. Ja. Dann nach vorne frischer. Also wie zu Hause original. Hast du viel weggeben müssen eigentlich, als du umgezogen? Weil man sammelt ja im Laufe des Jahres, des Lebens. Ich hatte natürlich auch mal Möbel. Die haben mal eine ganze Zeit lang im Depot gestanden. Die habe ich dann letztendlich in diesem Jahr weggegeben. War es schwer, die wegzugeben? Weil das ist ja doch sowas Endgültiges. Naja, vieles ist an meine Tochter gegangen. Die hat ihre erste Wohnung. Und da ist es dann, sehe ich das Zeug ja. Also insofern war der Tag, als du losgefahren bist und wusstest, ab jetzt gibt's no way back, es sei denn, du würdest dann nochmal eine Wohnung mieten. Was war das für ein Feeling? Das ist ja nicht erst seit Dezember. Wie gesagt, ich habe ja vorher schon 3 Jahre lang in meinem Vorgänger-Wohnmobil gewohnt, wenn ich nicht gearbeitet habe. Das heißt, das Feeling, dass ich keine Wohnung mehr hatte, das kann ich eigentlich schon seit fast 4 Jahren. Ja, aber gut, du arbeitest jetzt nicht mehr, oder? Nicht fest. Genau, genau. Das ist aber nochmal was anderes, oder? Das war natürlich was anderes, weil dann ist halt jeder Tag im Grunde genommen, ja... Urlaub. Nein, nicht Urlaub, aber man ist halt, man hat nichts mehr, wo man noch mal ausweichen kann, dass man sagt, okay, jetzt habe ich keine Lust mehr im Wohnmobil zu gehen, jetzt gehe ich ja sowieso wieder arbeiten und dann lebe ich in meiner normalen Wohnung und im Haus. Das ist natürlich nicht mehr der Fall. Aber das stört mich nicht. Also das war mir ja von vornherein bewusst, also dass ich dann irgendwann nicht mehr etwas habe, wo ich noch mal drauf zurückfallen kann, ja. Hast du viele Leute getroffen, die das auch machen, eigentlich schon? Ja, doch. Man trifft halt gerade, wenn man so wie ich unter der Woche auch unterwegs ist, so am Wochenende natürlich, da trifft man Wochenendtouristen. Aber wenn man unter der Woche unterwegs ist und Wohnmobile sieht oder trifft und sich mit den Menschen unterhält, dann findet man viele, die eigentlich Ähnliches machen. Ja. Das ist das so ein Leben auf paar Quadratmetern, ist das nicht eine große Erfüllung, wenn man nicht mehr so viel Sachen hat und wie man sich kümmern muss, kein Garten mehr vielleicht, keine Ölheizung mehr, kein... Naja, man hat ja andere Probleme, zum Beispiel, wenn mal was an dem Fahrzeug ist. So, jetzt muss mein Fahrzeug in die Werkstatt, jetzt braucht der Werkstattmensch aber 3 Tage, um das Auto wieder herzurichten. Schande. Ja, wo gehe ich dann hin? Also das ist schon das Problem. Ja. Das ist aber ein Großhotel, also, oder es fährt hier einer rein. Ja. Momentan ist es halt auch, oder jetzt geht es ja wieder mit dem Hotel, aber das war bis vor kurzem ja auch nicht möglich. Da gab es ja keine Möglichkeit, in einem Hotel zu übernachten. Oder du hast mal einen Unfall, das wäre ja ganz schlimm. Bei 3 Jahren Lieferzeit. Das muss man natürlich immer dran denken. In dem Falle muss ich dann eben halt kurzfristig ins Hotel oder eine Wohnung, eine Ferienwohnung nehmen oder sonst irgendwas. Ne? Das ist ein Kühlschrank, das ist jetzt ein Kompressorkühlschrank. Kompressorkühlschrank, richtig. Darf ich da mal reinschauen? Natürlich. Das ist so mein... Oh, der ist aber voll. Der ist immer voll. Ja. Du bist... ich esse gerne. Er isst gerne. Und ich koche auch gerne. Toll, da ist auch Fleisch drin, du hast auch Salami. Genau. Du hast ein Guinness drin, sehe ich. Ja, habe ich auch da drin.
Kein Licht dabei. Dann ganz wichtig, ja, das habe ich schon so oft gesehen. Ein Eierlikör. Nee, habe ich jetzt im letzten, der hatte den Original-Eierlikör drin, aber ja. Der andere schmeckt auch ganz gut. Das ist schon eine feine Sache, so ein Eierlikörchen, oder? Und zumal man kann den über also, Kuchen, über... Also normalerweise, ich weiß nicht, von den habe ich mir vor ein paar Wochen, habe ich mal einen gekocht. Ja, der ist ja auch noch fast voll, also wie gesagt. Okay, ne? War Spaß. Nein. Aber es ist ja so, wenn man jetzt unterwegs ist, du kannst überall einkaufen mit dem Fahrzeug, das ist so kompakt, du kommst eigentlich überall rein, auch auf die Supermärkte. Also normalerweise die Supermärkte kannst du mit dem Fahrzeug rauffahren. Gut, ich muss dann immer zwei nebeneinander, zwei oder hintereinander zwei Parkbuchten belegen, aber ich fahre dann halt auch nicht dann hin, wenn der Parkplatz voll ist und die meisten und die Leute, die Feierabend haben, einkaufen. Ich gehe morgens dorthin. Ich habe ja Zeit, ich kann ja jederzeit dazu. Ich brauche ja nicht. Das ist eben halt der Vorteil. Ich kann machen, was ich will. Ja. Das ist geil. Mach mal auf hier. Das ist dein Klo? Ja. / Dusche? Das ist Klo, Dusche, oh. Guck, da haben wir sogar eine Maske. Die habe ich doch voll gesucht. Eine Maske, genau. Das ist natürlich nicht mehr. Ja, nicht schlimm, ja, aber gut, du hast eine richtige Dusche drin. Das heißt also mit Edelstahl unten drin. Genau. Es ist also eine vollwertige Dusche im Prinzip. Und der Tank hält wie lange bei dir in der Praxis? Der Abwassertank hält nicht so lange, weil der ein bisschen kleiner ist als der Frischwassertank. 3-4 Tage ist er voll, weil ich dusche halt auch täglich, ja. Wie kommst du an Wasser? In Stellplätzen oder? Stellplätze oder Tankstellen. Es gibt Tankstellen, die machen es, gibt Tankstellen, die machen es nicht. Aber wenn ich meinen 200 Liter Dieseltank auffülle, dann frage ich mal nett, ob ich meinen Wassertank auffüllen darf. Und dann darf ich das meistens auch. Also insofern ist das eigentlich auch kein Problem. Im Ausland wird es halt dann ein bisschen problematischer, aber da habe ich mir auch schon eine Lösung einfallen lassen. Und du hast einen riesen Spiegel, der ist natürlich praktisch. Kann man auch die Seiten sehen beim Rasieren? Nee, schlecht. Also, aber es gibt so Saugnapfspiegel, die kannst du an der Seite anbringen. Ja, ich bin ja kein Fotomodell, insofern ist mir das egal. Ich rasiere mich dann gefühlsmäßig, da muss ich nicht in den Spiegel gucken. Also hier wird ja warmes Wasser produziert, das ist kein Problem. Dann hast du was ganz Tolles, du hast eine Trenntoilette. Die Trenntoilette. Genau, das ist ein Hammer, das Ding, oder? Also das ist ein totaler Fortschritt gegenüber den Chemietoiletten, die ich vorher auch in meinen alten Wohnmobilen hatte. Ganz einfach, dass man also wirklich nicht mehr alle 2 Tage mit dem vollen Behälter irgendwo eine Entsorgungsstation suchen muss. Man kann wirklich hier bei diesem Trenntoiletten-Behälter kann man locker 1,5 Monate, 2 Monate sein Geschäft verrichten und man hat im Prinzip dann letztendlich nur Humus bzw. etwas Natur, die man überall entsorgen kann. Das kann es riecht wirklich, also du riechst nichts. Also es ist, ich habe schon so Leute, weil man kann sich das gar nicht vorstellen. Ja. Du machst so Kokosflocken oder was? Kokosflocken. Es gibt solche Kokosbriketts. Aus dem Ikea? Ja, man kann, also eigentlich kann man alles verwenden. Man könnte auch Sägespäne. Torf oder Sägespäne verwenden, aber diese vorkonfigurierten Kokosblocks, das ist halt die richtige Menge. Die setzt man halt an über Nacht mit einem Liter warmem Wasser und dann hat man am nächsten Tag, drückt man die noch so ein bisschen klein und dann hat man schon das Gemisch, das sieht aus im Grunde wie Torfmull. Ne? Es riecht auch so wie frische Erde, gell? Genau, riecht wie frische Erde. Selbst wenn da was rein ist? Das Ergebnis nach 6 Wochen riecht auch im Prinzip wie frische Erde. Ne? Also, ist das wirklich so, man könnte es anfassen theoretisch? Ja. Also da sind so Mikroorganismen, also, die arbeiten? Wie das genau funktioniert, kann ich nicht. Es funktioniert. Es funktioniert. Es ist so, da ist ja ein Lüfter eingebaut. Achso, der saugt das immer ab. Der saugt auf der einen Seite die Frischluft. Das kann man hier, also auf dieser Seite saugt er die Frischluft an. Mhm. Da ist das Rohr. Warte, ich zeig's mal gerade. Ja, da ist das Rohr, wo er die frische Luft ansaugt. Und auf der anderen Seite hast du ja den Schlauch, der nach draußen geht. Okay. Und in der Toilette selber sitzt so ein kleiner Computerlüfter. Das ist so ein 5-Volt-Lüfter. Der arbeitet mit 5 Volt. Der hat gar keinen Stromverbrauch. Der läuft also ständig, der wird nicht abgemacht, ausgeschaltet oder irgendwas in der Richtung. Der läuft komplett durch. Da brauche ich den Stecker ziehen, dann ist er aus. Ich zeig das mal gerade, der ist so ganz... Wenn du den Stecker ziehst, dann ist er halt aus. Ganz leise ist er. Und der saugt permanent ab, sodass... Der saugt ab und damit trocknet er eigentlich das Produkt nur.
Das ist der Hintergrund. Das heißt, du musst es durchqueren. Da unten ist ja dieses Rädchen mit den Paddeln. Unten rechts, also da siehst du ja. Okay, das heißt, du machst vorne rein das kleine Geschäft, und hinten rein das große. Und sauber machen, wie geht das? Öfter mal ausleeren. Sauber machen hinten ist eigentlich gar kein Problem, weil das ist wirklich tatsächlich so trocken, dass man das ausschütten kann. Und man soll das gar nicht großartig mit Wasser auswaschen. Nee, ich meine jetzt oben auf die Schüssel, da ist ja noch so, wahrscheinlich so. Ja gut, das muss man halt mit der Klobürste. Es gibt diese Sprühflaschen, die wird auch mitgeliefert. Das macht man so ein bisschen Essigwasser rein und damit wischt man das halt nicht aus. Aus okay. Ne? Also gut, wenn man auch gut trifft, passiert auch nichts. Dann, im Prinzip ist es nicht anders sauber zu halten wie eine andere Toilette zu Hause in deinem Haus auch. Also ein bisschen Arbeit musst du schon reinstecken, das ist klar. Komm, wir machen mal zu. Also ja. was auch hier schön ist, in deinem Wohnmobil, es riecht nichts. Es ist echt so vollkommen neutral. Das ist also, es hat nicht diesen Neuwagengeruch oder irgendwas, wo Chemie ausdünnt. Du kannst dann gerne zu mir kommen. Ja. Sag nicht, was ich fahre, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es riecht halt so ein, ja, so nach Leder, total überbetont. Also das sind halt alles Naturprodukte. Das ist Holz, das ist richtiges Holz, festes Holz. Das ist also keine Spanplatte oder sonst irgendetwas. Massiv und ja, was bei mir vielleicht riecht, ist ein bisschen der Hund, aber das ist ja. Riech aber auch nicht. Also der. Mach mal bitte hier auf, das ist ein Kleiderschrank oder was ist das? Das ist ein Kleiderschrank, wobei der vorkonfiguriert kommt, der auch nur mit einer Kleiderstange da drin und dann hat man hinten nochmal so ein paar so ganz schmale Regale und da habe ich mir dann halt auch diese. Praktisch. Euroboxen reingebaut. Dass ich da eben Kleidungsstücke, weil die Kleiderstange brauche ich nicht. Also. Multivent, das heißt, du kannst nachts den auch einschalten, genau, da wird hier durchgemischt genau. Die Luft. Genau, da bläst du halt die warme Luft hier drunter. Hier sind ja Löcher drin, unter den Matratzen sind Löcher. Da kommt dann die warme Luft, wird dann halt hier oben verteilt und wird die Matratze im Prinzip von unten aufgewärmt. Theoretisch. So, jetzt musst du mir mal zeigen, wie du hier hochkommst. Sei mal so lieb, denn im Moment, da hochspringen geht ja nicht. Nö, nö. Aber warte mal, ich gehe mal kurz einen Schritt zurück, dass wir das mal zeigen können. Da ist eine Treppe. Das ist die Treppe. So, und da steige ich dann eben halt hoch. Ne? So, und du schläfst wie in so gut wie zu Hause? Besser. 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 Besser, das ist ja gerade der Grund, warum ich hier schlafe, weil ich finde es einfach toll. Es macht Spaß. Du hast Ausblick, du hast kleine Fensterchen, kannst da rausgucken. Du kannst halt, ich bin halt alleine, du kannst längs schlafen, ich schlafe längs, ich schlafe quer, abhängig davon, wie das Fahrzeug steht. Weil du kannst in eine Richtung, in die andere Richtung. Genau, ich habe keine Stützen, das heißt, wenn das Fahrzeug mal ein bisschen schräg steht, dann ist mir das eigentlich egal. Dann schlafe ich halt entweder quer oder längs oder dann schlafe ich auf dieser Seite mit dem Kopf oder auf der Seite mit dem Kopf oder ich schlafe hier mit dem Kopf oder da mit dem Kopf. Also das ist sieht man auch, egal. Auch sehr schön, dass man, also wenn die Treppe draußen ist, dann ist die Tür nochmals verriegelt. Genau. Okay, verstanden. Dann hast du hier oben Ablage für Handys, hast du hier geschaffen? Ja, das ist, wie gesagt, das haben sie auch gleich so gebaut. Das ist eigentlich so serienmäßig. Ich habe mir die Steckdose da oben noch einbauen lassen, damit man da einen 12-Volt-Anschluss hat. Und da schmeiße ich mein Handy oben rein, meine Uhr zum Aufladen. Alles, was genau, da, das auch hier. Und da kommst du ran, sowohl hier vom Bett als auch vom... Genau. Toll, und was brauchen wir? Komm, wir gehen mal raus. Ja. Dann, ich bin. Der Hund noch lebt. Der Hund noch lebt. Da ist übrigens der Zwei-Flammen-Kocher. Ja. Langt, oder? Nee, nicht für mich. Also, ich werde den austauschen. Also, gegen 5 Flammen. Na, es gibt ja die 3 Flammen. Es gibt ja einen Hersteller, der da auch ein etwas ist ja noch Platz. Stärkere, der passt. Also, das ist der, man muss es im Prinzip nur 5 mm das Loch. Tiefer machen und in der Länge passt es hundertprozentig. Und dann hat man 3 Flammenkocher, wobei die eine Flamme 3000 Watt hat. Also komm, ich zeig noch mal ganz kurz diese Fenster. Die muss man einfach mal zeigen. Die sind nämlich so dermaßen stark verriegelt. Ja. Die haben auch, selbst wenn du die so aufstehen lässt, die haben eine Lüftungsposition. Genau, du kannst sie also im Prinzip in dieser Position, jetzt sind die verriegelt, aber du hast eine Lüftung und es zirkuliert Luft und du kannst es so stehen lassen und kannst im Prinzip auch so weggehen vom Fahrzeug, das kriegt keiner auf.
So, dann hast du hier richtige, ich sag mal, Beschläge hier mit drin, auch wenn das mal offen steht. Hier muss ja erstmal einer reinkommen, ja. Genau. Das heißt, das ist sehr, sehr eng. Es ist sehr hoch und ist sehr eng. Und es ist halt, auch wenn es in der Mittelstellung ist, im Prinzip schwer dort reinzukommen. Das ist natürlich super hier zum Reinigen, oder? Kommst du oben noch? Ich kann es von innen reinigen. Ich muss halt nicht nach draußen gehen, sondern ich kann es von innen dann waschen, abwischen. Vorteil halt ist Glas. Ich kann ganz normalen Spiritus-Fensterreiniger benutzen, muss keinen speziellen Acrylgas. Reiniger muss nicht vorsichtig sein, wenn da mal ein bisschen Staub drauf ist, wenn ich die putze, weil ich kann es halt nicht zerkratzen. Eigentlich. Und man kann sie sogar folieren. Das heißt, also das geht bei normalen Acryl nicht. Bei Glas geht das problemlos. Könntest du da Spiegelfolie drauf machen oder Sonnenschutz, wenn du mal gar keine Lust hast. Macht aber eigentlich keinen Sinn, weil das ist dadurch, dass es die Fensterfläche sind halt sehr klein. Wenn ich jetzt hier im Fahrzeug kein Licht anhabe, dann siehst du mich auch nicht durch die Fenster. Das spiegelt dermaßen. Sieht man nicht. Das sieht man nicht. Ne? Kannst du mir einen Gefallen machen, wenn du mal die Tür da mal öffnest? Ja. Da ist jetzt ein Fahrerhaus und du kannst jederzeit, wenn du aufbrichst, ohne außen rumgehen zu müssen, direkt hier einsteigen. Warte, ich gehe mal rein. Ich könnte so direkt rein. So, hier ist das Hundi, hier hast du deine 8-Gang ZF. Ich kenne das Auto, hier vorne hast du eine tolle Kamera, die hast du festgemacht. Das ist natürlich mal eine richtig tolle Kamera. Du hast ein Garmin-Navi, wahrscheinlich wegen der Höhe. Richtig, das ist ja dieses Garmin Overlander, wenn ich das sagen darf. Und da kann ich meine Fahrzeugdaten eingeben. Länge, Höhe, Breite, alles. Und damit schließe ich halt aus, dass er mich dann unter eine Brücke durchschickt, die nur 3 Meter hoch ist oder nur 3 Meter Höhe zulässt. Und mein Fahrzeug ist 3,50 Meter. Preis von dem Navi, was kostet das? 500? Ja, so 500, 600 Euro. 500, 600 Euro, aber das ist richtig klasse, weil ich bin ja in Frankreich oft unterwegs. Ich habe ja, was habe ich denn, 3,70 Meter fast. Ja. Und die gibst du dann ein und dann wählt er eine Strecke, die auch passt. Ja, richtig. Du wählst dann die Strecke, die passt. Geschwindigkeit zeigt dann natürlich auch an, dass du nur auf der Landstraße 80 fahren darfst und auf der Autobahn 100. Guck mal hier, das mit dem Magneten, wie schön das ist. Ja, das ist halt auch genial. Die Tür bleibt, man könnte theoretisch mit der Tür offen fahren. Ist trotzdem ein bisschen Geräuschentwicklung. Ich fahre meistens mit der Tür geschlossen. Der Vorteil ist auch die Klimaanlage vorne, die geht dann natürlich und richtig der gut. Hund läuft dann halt nicht immer hin und her, der liegt dann da vorne in Ruhe und macht keine Dummheiten hinten. Toll. Komm, ich geh mal raus, Abmoderation. Du, ich bedanke dir tausendfach, dass du bereit warst, uns mal dein tolles Wohnmobil zu zeigen, weil Leute, die im Fahrzeug wohnen, das ist ein schwerer Trend. Du kannst dir vorstellen, dass gerade viele junge Leute, die nicht ihr Leben lang arbeiten wollen und dann buckeln und keine Ahnung, sich vielleicht so ein Fahrzeug kaufen, dann ein paar Blogs machen, damit Geld verdienen bei YouTube und dann so über die Runden kommen und dann Spaß haben. Ja, ich denke mal, aber das ist auch mit sehr viel Arbeit verbunden. Dann, ich mache das ja, um Spaß zu haben. Ich möchte ja selber was erleben und ich möchte gut anderen Leuten daran teilhaben lassen, Familie schon richtig, aber diese Blogger, die das machen, das ist schon ein Beruf, das ist schon Arbeit. Och, hier, ich mach das so. Ich meine, du hast mich ja beobachtet, das war eine Minute hier, ja, gut, da war ich fertig. Das ist ja dein Beruf, richtig? Nö. Okay, gut. Aber das hier ist eher ein Hobby und wir machen ja als Beruf, habe ich am Saarland, da betreue ich ganz viele Firmen. Okay. Gut, da drehe ich auch Videos, mal im Fernsehen. Aber hier so das Thema Camping finde ich halt, ich hoffe, das kommt da ein bisschen rüber, dass ich mich wirklich interessiere dafür. Ja, natürlich, ja sicher. Ich habe ja von dir auch schon mehrere der Videos im YouTube gesehen, also sehr, sehr professionell und sehr gut. Ja, aber für mich kommt sowas nicht in Frage, weil dann müsste ich viele meiner Zeit, die ich jetzt für meinen Hund zum Beispiel brauche, die müsste ich dann auch dazu verwenden. Das ist ja nicht so, dass ich den einfach nur filme und dann abends die Filme ins Internet stelle und sage, du musst sie auch bearbeiten. Also das geht automatisch alles. Das so. Ja. Also meine Arbeit, ich habe immer nur so 3 Minuten am Tag so, und dann klack, klack und dann... Na gut. Du weißt, wo es ist. Nee, Spaß beiseite. Aber wie gesagt, das ist... ich schließe nicht aus, dass ich mal vielleicht das ein bisschen mehr ins Internet stelle über mein Social Media. Ich weiß, was du meinst, diesen Druck zu haben, 17 Druck, Uhr, jetzt muss ich nochmal was posten. Ja. Und vor allen Dingen, wenn du dann auch noch gesponsert wärst, dann hast du ja eine Verpflichtung, das auch zu machen. Dann kannst du ja nicht sagen, nein, ach, das mache ich heute mal nicht. Das erwartet ja dein Sponsor, dass du dann auch letztendlich Werbung für ihn machst. Richtig? Sag mal, letzte Frage, was ist das für ein Metallblech? Ist es für Magneten? Mir so ganz billige
Leuchten von Lidl gekauft. Achso, die per Magnet. So per Magnet da oben ran machen. So. Und dann habe ich, das ist nämlich halt der Nachteil, weil ich könnte theoretisch das ganze Licht ausschalten hier, aber dann ist meine gesamte 12 Volt Spannungsversorgung abgeschaltet. Das ist ein Notlicht. Und dann würden diese Lichter da oben auch nicht funktionieren. Ah, okay. So, jetzt lasse ich das an und dann mache ich halt eben dort mein Licht an, wenn ich hier hochsteige und dann kann ich, wenn ich da oben... Ganz schön schlau, so muss man sagen. Naja, da bin ich auch nicht selber drauf gekommen, das hat mir dann jemand geschenkt. So, komm, wir gehen schnell raus, meine Kamera wird nämlich heiß. Okay. Eine Stunde, da kannst du nichts für. Ist es warm draußen und draußen ist durch den Wind, ist es viel angenehmer. Normal hätten wir nämlich alle Fenster aufgemacht, aber wir sind gerade in Bad Kissingen und die machen alle ihre Autos sauber. Ich sage das mal gerade hier vorne, wir haben nämlich hier Offroad-Fahrertraining gehabt. Da habe ich dich dann auch kennengelernt und dann haben wir uns einfach mal so zusammengesetzt gestern und dann hast du mir erzählt, ich lebe in dem Auto. Und da sind bei mir alle Lampen angegangen, habe ich gesagt, komm, den Mann müssen wir einfach mal vorstellen. Und dein Vorname noch mal? Martin. Martin. Und aus welchem Bundesland kamst du mal ungefähr? Also ich bin gebürtiger Niedersachse. Sehr schön. Ja. Das wollte ich wissen. Und da vorne ist dein Hund, er lebt noch. Können wir zeigen ihn mal. Und er war auch im Schatten. Nichts passiert. Und jetzt geht's gleich wieder Gassi, oder? Ja, jetzt geht's gleich erstmal Gassi und wahrscheinlich eher erstmal was zu trinken und zu essen. Und dann müssen wir uns auch selbst versorgen. Dann ist das so. Dankeschön. Tschüss. Gerne. Ciao. Okay. Na, komm.